Auf Streife. Am frühen Morgen erreichen Moritz Breuer und Peggy Herrmann die Wache Köln-Mühlheim mit einem sturzbetrunkenen Mann. Dessen blutverschmierte Hände lassen vermuten, dass er in eine Straftat verwickelt ist. Können wir einmal durch? Ist frei? Ja, kannst du in die Sechs. Ich pack den einmal kurz. Einmal hier rein, geradeaus. Vielleicht okay, den wissen wir nicht. Den haben wir auf der Landstraße aufgegabelt. Der torkelte da rum. Also mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Ja, was heißt mitten auf der Straße? Er hat sich schon bemüht, am Rand zu gehen, aber in seinem Zustand ist es halt leider sonst nicht so ganz möglich. Blut an den Händen. Schickst du mal eine Streife, soll mal gucken. Weil ja, die wäre ganz gut. Also ich konnte den auch nicht zuordnen. Wie gesagt, Blut an den Händen. Wir haben den jetzt mitgenommen. Wir haben jetzt noch keinen Alkoholtest gemacht. Der ist ganz offensichtlich massiv alkoholisiert. Beschäftigt euch mit ihm. Ich habe noch eine Anzeige erstattet. Alles klar. Ne? Bei der Aufnahme der Anzeige geht es für Holger Detlefsen leider nicht um eine Bagatelle. Die Melderin vermisst nämlich seit mehreren Stunden ihre 17-jährige Tochter. Meine Tochter ist sehr zuverlässig. Und ich kann mir gar nicht erklären, wo sie jetzt gerade ist. Es ist so, dass wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander. Und deswegen, ich weiß einfach nicht, warum sie nicht zu Hause ist. Also es gibt eine Vorgeschichte dazu. Also normal kommt sie immer nach Hause? Sie kommt normalerweise immer nach Hause. Und heute Morgen? Und heute ist sie einfach nicht da. Also ich habe heute Morgen in ihr Zimmer reingeschaut und habe dann gesehen, dass das Bett so drapiert war, als wäre sie da gewesen, aber sie ist nicht da. Und ich mache mir jetzt einfach große Sorgen, ich mache mir auch Vorwürfe. Wir haben uns gestern Abend gestritten. Und das, Sie wissen ja, das passiert manchmal, aber dieser Streit ging mal wieder um diese eine Sache. Sie wollte weg mit ihrem Freund, ich wollte das nicht, ich habe ihr das verboten. Und ich denke mal, sie ist trotzdem gegangen. Okay, wissen Sie, wie der Freund heißt von der Jasmin? Hannes heißt er. Mit Nachnamen? Hannes Lamprecht. Der Hannes ist viel älter als meine Tochter. Können Sie mir Ihre Tochter beschreiben? Haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter? Dann würde ich das über den Funktisch an die Kollegen schicken. Also, wir schicken mal eine Fahndung raus, ja? Ja. Auch wenn sie 17 ist, wenn sie so beunruhigt sind, und dann gucken wir mal, was daraus wird, ja? Okay. Wenn Sie mir das Foto geben, dann, das ist sie, ja? Okay, dann kriegen die Kollegen das auf dem Diensthandy. Ich gebe das der Kollegin. Ich komme gleich wieder, Frau Kirchner, ja? Vielen Dank. Pusten, pusten, pusten. Weiter, weiter, weiter. Ja, stopp, reicht. Ja. Oh, oh. Ja. Gucken Sie mal. Ein bisschen viel, gell? Ja. Was haben Sie denn getrunken? Einiges auf jeden Fall. Herr Lamprecht, ich habe es gerade schon versucht. Ich versuche es noch mal. Das Blut an Ihren Händen. Können Sie irgendetwas sagen? Nee. Sind Sie irgendwo verletzt? Guck mal, hat er irgendwas am Kopf vielleicht oder so? Habe ich auch schon. Also, so wirkt aber Sie, auch nicht, was ne? Sie heute Abend gemacht haben, das sieht mir aus nach einem Stempel. Und ich glaube, der kommt mir auch bekannt den vor. Den kenne ich. Ja. Da waren wir doch letzte Woche im Einsatz. Ja. Hier Zero Club. Das ist er, ja. Waren Sie im Club Zero? Waren Sie alleine? Hm? Hm? Müssen wir wissen, was passiert ist. Ich glaube, der versteht uns nicht. Ich glaube, wir werden in Lamprecht mal. Also, Hannes. Wie alt? Hannes Lamprecht, 26. Ja gut, ich bestelle einen Arzt hin, der soll gucken, ob er gewahrsamsfähig ist oder nicht. Und dann rauslasse ich den so auf jeden Fall nicht mehr. Ne? Nee. Ja. Nee. Gut. Und dann müssen wir mal schauen. So geht's aber erstmal. Ja? Und habt ihr irgendwas? Wow. Nicht so wirklich. Also wir haben ihn jetzt gerade pusten lassen, 1,9 Promille. Wir bestellen gleich einen Arzt hin, gucken, ob er gewahrsamsfähig ist. Vielleicht auch einmal ANV machen, müssen wir denn einmal auch nochmal, ne? Hannes Lamprecht. Hannes? Wieso? Wisst ihr, ja, hat er irgendwas erzählt, wo er war? Ja, wäre ja schön. Ich nichts. Nee, also wenn, dann wenn wir hier, der hat einen Stempel. Also wir vermuten, dass der im Club Zero war. Weißt du? Die Frau Kirchner hat ihre Tochter als vermisst gemeldet. Und der Freund soll Hannes heißen. Und die sollen im Club Zero gewesen sein. Wartet ihr mal kurz, ich soll mal kurz gucken. Wie heißt die Tochter? Jasmin. Jasmin. Ja, die Frau Kirchner soll mal gucken, ob das ihr Freund ist. Ja. Hannes Jasmin? Sagt das irgendwas? Jasmin vielleicht? Ist das Ihre Freundin? So voll kann man noch nicht sagen. Ja? Ist Ihre Freundin? Wo ist die denn? Wissen Sie Hannes. Nicht? Hannes, wo ist denn Jasmin?
Ich will Krim. Okay. Du weißt es nicht? Du warst doch mit ihr zusammen. Nein. Was ist das denn hier? Frau Kirchner, ist gut. Ich setze sie erstmal wieder rüber. Ich komme gleich wieder. Hannes, du weißt bestimmt, wo sie ist. Du musst das doch wissen. Wir kümmern uns darum. Machen Sie sich jetzt erstmal. Die waren doch verabredet. Ja, wir kümmern uns jetzt darum, dass die Tochter gefunden wird, ja? Sagst du einmal der Tanja Bescheid, dass sie einen Arzt bestellt? Ja, dass wir mal Hannes, du musst das sagen. Frau Kirchner, kommen Sie mit. Wir machen das. Der weiß das. Bestimmt. Setzen Sie sich mal hin. Problem für uns ist immer, wenn wir Leute finden, die so alkoholisiert sind wie jetzt der Herr Lamprecht und dann noch Blut an den Händen haben, dass irgendwas passiert sein muss. Und deswegen gucken wir uns immer um, weil es können auch andere Opfer sein vom Verkehrsunfall, von einer Straftat, die wir nicht kennen. Und wir müssen die finden, bevor die irgendwo versterben im schlimmsten Fall. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Weil das hat die Frau Kirchner auch erzählt. Die wollte wohl mit Hannes zum Club Zero. Könnt ihr da hinfahren und mal gucken, ob ihr irgendwas rausfindet? Hallo. Ja, lasst ihn so lange hier. Haben wir eine Beschreibung irgendwie von ihm? Ah, klar. Ich habe ein Foto, das habe ich den anderen auch schon auf Diensthandy rausgeschickt. Schick uns auch einfach. Hast du? Ja, dann schick uns das und zeig mal einmal. Könnt ihr aber sehen. Ja. Oh, das ist eine hübsche Lady. Hä, Hannes? Ja, da wollte man schon wissen, wo die ist, ne? So, ich schicke es trotzdem noch mal aufs Diensthandy, dass ihr es dabei habt, ja? Und dann guckt mal, was ihr rauskriegt. Ich lasse dir den Ausweis von ihm. Ja. Ich gehe nochmal zur Frau Kirchner. Hat der überhaupt noch offen, der Laden? Bestimmt. Und Tanja soll mal hier ein Auge auf ihn werfen. Macht sie. Okay, alles klar. Bis später, ne? Tanja, kommst du einmal? Zur gleichen Zeit entdecken Paul Richter und Michael Weber auf einer Landstraße ein verunglücktes Fahrzeug. Gehen wir erst mal gucken, ne? Steht der jetzt so, oder? Was ist der Airbag ausgelöst, ne? Arnold für den 01 für den 1537. Ja, zur Kenntnis, wir haben ein verunfalltes Fahrzeug festgestellt. Ich komme, Kennzeichen. Ja, ich höre. Köln, Trennung, Ludwig Viktor, 1440. Hier liegt noch ein Darmschuh. Das Fahrzeug vermeldet von Hannes Lamprecht. Das ist er doch. Lamprecht, ist das die Hilo? Richtig, genau. Boah, da haben wir auf jeden Fall hier sein Fahrzeug gefunden. Und wie ich das sehe, sind da Blutanhaftungen auf der Motorhaube. Ja, mal mit. Ja, zur Kenntnis, wir haben hier im Fahrzeug auch einen Damenschuh, einen Damenstiefel aufgefunden. Morgen. Morgen. Morgen hier. Schaffmann, Sie gerade Feierabend oder was? Ja, wir räumen gerade auf hier. Also sind Sie auch verantwortlich hier für den Laden? Ich bin der Besitzer, ja. Was gibt's denn? Ja, und zwar, ja, oh Gott. Wir suchen eine junge Dame, die ist vermisst. Und sie soll zuletzt hier in dem Laden gewesen sein. Deswegen blond. Jasmin Kirchner, wenn der Name Ihnen etwas sagt. Der Name sagt mir nichts, weil Sie sehen ja, hier sind nur noch eine Handvoll Gäste, wir werden gerade aufräumen und hier war natürlich die Hölle los. Also, wir schauen einmal uns kurz um, wenn das in Ordnung ist. Schon mal kein blondes Mädchen vorne noch. Nach wenigen Minuten steht fest, unter den noch anwesenden Gästen befindet sich die 17-Jährige nicht. Wenig kooperativ zeigt sich auch der Barkeeper. Wir haben Sorge, weil die Dame 17 ist und wir jetzt nicht ausschließen können, ob vielleicht gefahren jetzt auch vielleicht oder leben stehen. Tag ein, Tag aus bestimmt hunderte von Leuten. Ich kann mich nicht an jedes Gesicht erinnern. Das will ich ja auch gar nicht sagen. Wie ist denn überhaupt hier so die Politik an der Tür? Ich hoffe, hier wird gut kontrolliert, oder? Selbstverständlich. Also Sie lassen ja normalerweise auch wahrscheinlich keinen unter 18-Jährigen rein. Auch nicht mit Einverständniserklärung der Eltern, oder nicht so? Wir lassen sie natürlich rein, aber um 12 Uhr ist Schluss, dann um 12 Uhr Schluss, ja okay. Dann ist eine Durchsage und dann haben die ich zeige Ihnen mal ein Foto. Das ist die Jasmin Kirchner. Ja. Schon mal gesehen hier in dem Laden? Ist mir nicht aufgefallen und mir auch nicht bekannt, ehrlich gesagt. Dürfen wir uns vielleicht trotzdem mal hier umschauen? Vielleicht ist er ja auf Toilette irgendwo zusammengesackt oder so. Wir müssen einfach sicher gehen. Ja klar, machen Sie Ihre Arbeit, ja. Also, geben Sie mir einmal bitte die Ausweise. Für euch zur Kenntnis. Vermisst ist eine Jasmin Kirchner. 17 Jahre alt, Schülerin, müsste sich ebenfalls im Fahrzeug aufgehalten haben. 17 Jahre. Jasmin Kirchner soll auch im Fahrzeug gewesen sein. Und der Schuh liegt auf der Fahrerseite. Traurig. Ja. Immer da vorne liegt ein totes Reh. Wo? Ist also nicht weit gekommen. Ich habe schon alles versucht, aber. Hast du gesehen vorne? Ein Buschmann, ja, ja. Ne?
Ich gehe mal davon aus, angefahren, da Dreh. Ja, 01 haben wir mit. Lenkrad rumgerissen und dann vor den Poller hier geknallt. Ach so. Ja. Ja, Arnold, zur Kenntnis. Wir gehen bei dem verunfallten Fahrzeug von einem Wildunfall aus. Den Blutanhaftungen auf der Motorhaube oder am Stoßfänger zufolge und dem hier aufgefundenen verendeten Reh könnte das mit dem Unfall zusammenhängen. Schauen wir das mal an. Für uns war nicht ganz klar, wer das Fahrzeug letzten Endes bewegt hat. Der Schuh, der vermeintliche Schuh der Dame, lag hier auf der Fahrerseite. Ist sie selber gefahren oder ist der Schuh durch den Aufprall oder durch den Unfall auf dieser Seite gelandet oder wurde da platziert? Für uns nicht ganz klar. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach einer Dame mit einem Schuh. Hier. Ich habe hier ein Handy gefunden, Peggy. Also die Toilette war sauber, Mama. Ja, hallo? Ja, die Breuer Polizei Köln hier, mit wem spreche ich denn? Frau Kirchner? Ja, die Mutter von der Jasmin Kirchner? Ja, also Sie sind gerade auf der Wache Mühlheim, ist das richtig? Ja, würden Sie mir bitte einmal kurz meinen Kollegen geben? Ja. Ja, hi Holger, hier Moritz. Ja, nicht wundern, wir haben schon mal das Handy von der Jasmin gefunden, aber von hier keine Spur. Wir haben jetzt gerade hier uns ein bisschen umgeschaut, die Toiletten abgecheckt. Da ist bisher sauber, auch auf der Tanzfläche sind nur noch ein paar vereinzelte Personen hier, die jetzt irgendwie noch hier da sein, hier fristen. Wir schauen uns noch weiter um, aber bisher haben wir nichts, bis auf das Handy jetzt tatsächlich. Also sie war wohl hier. Ja. Ja, genau. Ich melde mich, wenn ich Näheres habe. Genau, beruhigt die Mutter ein bisschen. Wir werden die schon finden hier. Okay. Ciao. Hm, nichts Neues? Nee, nichts Neues. Aber das war die Mutter. Und die hat natürlich weiter versucht, jetzt die Jasmin zu erreichen. Hm. Aber hat nur mich dran gekriegt. Haben wir jetzt alles durch? Also Darmtoilette ist auf jeden Fall nicht. Also der hintere Bereich, ja. Hier ist abgeschlossen, beziehungsweise verschlossen. Die Tür kann man gar nicht öffnen. Wir müssen mal gucken. Vielleicht die hinten noch eine Tanzfläche oder sowas? Vielleicht gibt es hier noch eine zweite. Ja, doch, hier gibt es auch eine zweite Fläche, soweit ich weiß. Zur gleichen Zeit sind die Kollegen im Wald ebenfalls auf der Suche nach weiteren Spuren der vermissten 17-Jährigen. Zunächst werden allerdings Peggy Herrmann und Moritz Breuer im Obergeschoss des Clubs fündig, wo sie zuletzt gesehen wurde. So. Ach, guck mal. Ja, das hat er nicht gewusst, oder was? Herr Siemens, kommen Sie mal direkt hoch hier. Hallo? Hallo? Wer ist denn die hier? Ja, können Sie auch was sagen dazu? Sind Sie ansprechbar? Hallo? Hallo? Mhm. Was haben Sie genommen? Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Sie sind schlecht? Ich auf jeden Fall ein RTW. Du hast das Funkgerät. Rufst du an mein RTW? Ja. Arnold von 1531, komm. Arnold hört. Ja, wir haben hier eine weibliche Person, die ist kaum ansprechbar. Ich weiß nicht, ob die Drogen genommen hat, etc. Auf jeden Fall bräuchten hier wir auf jeden Fall ein RTW hin. Ja, habe ich verstanden, kommt. Ja, verstanden. So, jetzt müssen wir jetzt wissen, wie das Mädchen hinkommt. Sie sagen uns, Sie wissen hier nichts von einer Dame, die gesucht wird. Ja, und dann finden wir hier eine Person. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das die ist, die wir suchen, aber trotzdem ist hier eine Frau. Ein Vergleich mit dem von der Leitstelle geschickten Foto zeigt jedoch, bei der jungen Frau handelt es sich nicht um die vermisste 17-Jährige. Unterdessen redet sich der Chef des Clubs um Kopf und Kragen. Es ist der Raum für Personal von dem ganzen Club und die Barkeeper manchmal schlagen so ein bisschen gerne über die Stränge und füllen hier vielleicht die Mädels ab. Ich wusste davon bis vor kurzem nichts. Ah, ich habe mich mit meinem Barkeeper da von einer Viertelstunde drüber unterhalten. Ich war auch im Überlegen, also die Polizei zu rufen oder einen Krankenwagen, aber ich kann mir keinen Ärger erlauben hier und deswegen haben wir uns da ein bisschen... Haben wir da rausgezögert, ein bisschen gerade drüber gestritten. Ja, einmal hier durch, bitte. Angeblich mal Alkohol zu sich genommen. Ja, Sie sehen ja hier auf dem Tisch was. Wissen Sie denn, wie die Dame heißt? Ich kenne die Dame nicht persönlich, ich weiß nicht, wie sie heißt. Welcher von Ihnen? Ich weiß, sie war natürlich hier im Club den ganzen Abend. Welcher von Ihren Barkeepern hat die Dame denn hier angelacht? Sie haben vorhin den Nico unten kennengelernt. Das war der Nico. Ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall mit Nico nochmal sprechen. Der Nico hat sie jetzt hier hochgebracht, habe ich richtig verstanden. Also so wie er sagt, die haben zuletzt hier gefeiert, also wenn man das Feiern nennen kann. Müssen die Jungs nicht arbeiten?
Dafür werden wir arbeiten, aber wenn weniger los ist, wissen Sie, dann... Ich kann auch nicht überall meine Augen die ganze Zeit haben. Wir haben ja 20 Leute arbeiten. Während die Sanitäter die offenbar schwer alkoholisierte Frau medizinisch versorgen, erfährt die besorgte Mutter auf der Wache, dass bisher nur das Handy ihrer Tochter sichergestellt wurde. Die Nerven der 49-Jährigen liegen blank. Was ist das denn hier für eine Scheiße, ja? Das Telefon wird gefunden, irgendein bewusstloses Mädchen, der besoffene Hannes, der schuf in meiner Tochter. Wo ist denn meine Tochter? Okay, na, ich verstehe Sie vollkommen. Na, wenn das meine Tochter wäre, würde ich mich auch tierisch aufregen. Aber die Kollegen versuchen wirklich alles vor Ort. Und irgendwas wird da abgelaufen sein. Wir werden das rauskriegen. Ja? Ich weiß, dass das jetzt nicht schön ist für Sie. Aber ich höre ja immer nur Einzelteile. Da geht ein fremder Mann an das Telefon. Und dann wissen Sie doch nicht mal, wer das Mädchen ist. 15.01 vom 37. Einmal zur Kenntnis, wir haben einen Schuh aufgefunden. Das heißt, die Dame wird wahrscheinlich jetzt ganz ohne Schuhe unterwegs sein. Ja, komm. Also es gehört für uns schon dazu, sich mal nach einem Verkehrsunfall auch im näheren Umfeld umzuschauen. Hier haben wir noch eine vermisste junge weibliche Person, die wahrscheinlich ohne Schuhe unterwegs ist. Deswegen hat man das Suchgebiet von unserer Seite ein bisschen ausgedehnt. Man kann allerdings nicht das ganze Waldstück hier absuchen. Wenn wir jetzt nicht innerhalb von den nächsten paar Minuten jemanden finden, dann müssen wir auf Verstärkungskräfte zurückgreifen. Guck mal, da kommt was links. Guten Tag! Hallo! Sie sind Jäger, nehme ich an? Ich bin der Jäger vor Ort, jawohl. Gut. Wir sind auf der Suche nach einem jungen Mädchen. Ja. Ja. Können Sie uns da weiterhelfen? Ja, da ist vorhin mir eine junge Dame aufgefallen. Okay. Die war offensichtlich verletzt. Okay. Oder ist offensichtlich verletzt. Und die ist aber dann, ich denke mal, vor Schreck geflüchtet. Und ich suche die eigentlich jetzt auch. Vor Ihnen geflüchtet, oder? Ja, ich habe ja das Gewehr dabei. Also Sie haben nicht das Gewehr auf Sie angelegt, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, aber weiß ich ja nicht. Haben Sie Papiere dabei? Ja, habe ich dabei. Zeigen Sie mich einmal kurz. Ja, ich mal drüber gucken. Nico? Hallo. Wir wollten gerne mit Ihnen sprechen. Ja. Was ist das jetzt hier für eine Tasche gewesen? Das ist eine Tasche. Da hat jemand die Tasche hier liegen lassen. Da, meine Tasche. Habe ich gefunden. Bitte kommen Sie einmal rum zu uns, ja? Dann können wir uns mal in Ruhe unterhalten, ja? Ja, okay. Ist nicht Ihre Handtasche, ne? Nein, ist nicht meine. Dann geben Sie mir die doch mal direkt einmal rüber. Da würde ich gerne einmal reinsehen, wem die denn gehört. Sie haben die gefunden. Wo haben Sie die denn gefunden? Die lag hier. Die hat jemand da hingelegt. Wahrscheinlich gerade vom reingelaufen in den Club. Tasche einfach abgelegt. Ist hier teilweise keiner besetzt? Oder also die Theke hier? Manchmal nicht, halt wenn ich jetzt gerade draußen bin am Aufräumen. Schau einmal das Foto. Ja, das ist die doch. Das ist die von oben. Ja. Ja. So, und dann hat uns Herr Siemens gerade eben gesagt, dass diese Dame, die da oben aufgefunden wurde, den Abend mit Ihnen verbracht hätte. Und jetzt möchte ich gerne von Ihnen hören, was da vorgefallen ist. Ja, das stimmt. Ich denke mal, ihr könnt euch schon vorstellen, was vorgefallen ist. Nee, ich weiß nichts. Wir haben hier an der Bar ein paar Shots getrunken. Ich habe hier Shots eingefüllt. Ich habe natürlich Wasser getrunken, weil ich kann mich ja selber nicht während der Arbeit zusaufen. Wollte sie halt abfüllen. Und ja, bevor ich dann überhaupt irgendwas machen konnte, ist sie natürlich auf der Toilette zusammengeklappt. Wie alt ist sie? 17. Ebenfalls 17. Gut, das konnte ich nicht wissen. Ich kann ja nicht jeden jetzt nach dem Ausweis fragen. Trotzdem gehörst du ihren Aufgaben. Ja, aber das ist doch auch irgendwie abtönt, wenn ich jetzt jede Frau frage, kann ich erstmal einen Ausweis sehen. Können Sie denn irgendwas zu einer Jasmin Kirchner sagen? Nein, also ich kann nichts zu einer Jasmin Kirchner sagen. Ich glaube, die Vanessa hatte eine Freundin, die Jasmin hieß. Und die hat sich mit ihrem Freund lautstark gestritten und unterhalten. Die waren anscheinend beide dicht, also haben wahrscheinlich beide viel getrunken. Aber viel mehr kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ja, könnte das diese sein? Schauen Sie mal. Ja, sie könnte es sein. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber dieses Foto habe ich, als wir hier eingetroffen sind, Ihnen schon gezeigt. Und so langsam verliere ich jegliche Geduld. Also Sie können sich wirklich, wie ich gesagt habe, auch was einstellen hier. Ne? Da wird einiges auf Sie zukommen, meine Herren. Wann sind die beiden denn hier abgedampft? Ja, es war so gegen 4, 5 ungefähr. Können Sie den Typen beschreiben von der Jasmin? Leider nicht mehr. Ungefähr auch nicht? Er war groß, aber vom Gesicht her und so. Wie gesagt, es laufen so viele Leute hier rein und raus. Ja. Da kann ich mir nicht jedes Gesicht merken, jeden Körperbau oder sonst was. Haben Sie hier Videokameras hier aufzeichnen? Das haben wir nicht. Wir können nur mal das Türpersonal nachher fragen, ob denen vielleicht was aufgefallen ist. Also hier arbeiten ja mehr Leute als nur wir beiden. Ja. Ich habe schon mehr als gesagt. Ja, da wäre auch mal höchste Eisenbahn jetzt hier. Ich habe ja schon gesagt, ne, wir werden ja auf jeden Fall was zu der Sache schreiben. Ich bin auch
mir fehlen so ein bisschen die Worte hier. Ne? Also ich hoffe wirklich, dass das in irgendeiner Form auch hier gewerberechtliche Konsequenzen für Sie hat. Weil das sind hier keine Zustände, ne? Das geht so nicht. Wir haben ja recht schnell jetzt hier den Eindruck gewonnen, dass hier im Club Zero einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Dementsprechend wird sich der Betreiber hier auf einiges einstellen müssen. Wir werden jetzt entsprechende Berichte fertigen und natürlich an die zuständigen Behörden weiterleiten, sodass die alles Weitere veranlassen können. Paul, hier vorne, ich habe ein paar Haare gesehen. Jasmin? Hey! Ja. Mensch, wir haben schon so gemacht. Was machst du denn hier? Wir hatten einen Unfall. Ich hatte einen Unfall mit meinem Freund Hannes. Okay. Und ich wollte Hilfe holen. Wir sind gegen einen Reh gefahren. Ach du meine Güte. Und dann bist du aus dem Auto raus. Was machst du jetzt hier? Hannes schon gefunden. Hannes lag rechts. Dem Hannes geht's gut. Ja, dem geht's soweit gut. Die Mama vermisst dich schon. Ja, wir hatten einen Streit. Ja, auch noch. Pass auf. Rufst du mal einen RTW? So, jetzt mal einen Krankenwagen. Ja? 37,5. Ich zieh dir mal eine Jacke an. Kannst du laufen? Bist du sonst noch verletzt? Am Kopf hast du eine Wunde? Nein, nein, wir haben nicht geworden. Die Frau Kirsch aufgefunden. Ich zieh mal die Jacke aus. Rettungswagen. Das Gebiet ist nicht zugänglich. Die müssen fußläufig hier reinkommen. Wir können die Dame so nicht transportieren. Sie wurden schon vermisst. Ja, das ne? glaube ich. Wollte nach Hause. Sie wollten nach Hause, okay. Und dann hatten wir den Unfall. Und Hannes hat Alkohol getrunken und ich... Kannst du aufstehen? Ja. Oh, bitte, Herr Kollege, hilf mal. Moment, tu mal die Jacke drüber hier. Da ihr Freund so stark alkoholisiert war, konnte er keine Hilfe organisieren. Auf der Wache hat Holger Detlefsen die aufgebrachte Mutter ein wenig beruhigt, als es endlich gute Nachrichten gibt. Wir haben Jasmin gefunden. Echt? Ja, und zwar, sie war wohl in den Unfall verwickelt, wurde leicht verletzt. Ihr ist das Handy abhandengekommen, deswegen konnte sie halt keine Hilfe rufen. Aber die Kollegen haben sie in einem angrenzenden Waldstück gefunden. Und wo ist sie jetzt? Sie wurde in die Klinik verbracht. Aber leicht verletzt? Also, ist nur leicht verletzt, genau. Wird erstmal, ne, genau. Oh, ich muss da sofort hin. Danke. Frau Kirchner, kein Problem. Dankeschön. Fahren Sie langsam. Ja, für den Herrn Lambrecht wird es ein schlimmes Erwachen geben, wenn er nüchtern ist. Der kriegt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Körperverletzung, weil Jasmin ja verletzt war. Über diese Konsequenzen belehrt Holger Detlefsen jetzt den jungen Mann. Nach diesem Vorfall hat sich die 17-Jährige von ihrem verantwortungslosen Freund getrennt.